Hallo, hier ist die Puppenmami, heute in Venlo mal wieder. Ich brauche immer noch hautfarbene Wolle. Ich habe jetzt gerade Vampirwolle gefunden. Glitzernde Vampirwolle, wenn ich mal eine Twilight-Figur machen möchte. Ja, Wolle. Jede Menge Wolle. Allerdings keine Hautfarben mehr. Wir haben keine Hautfarben mehr hier. Das ärgert mich ein bisschen. Diese ist auch ganz schön. Schaut mal, Mini-Knäulchen. Ach, ich wollte euch mal zeigen. Das sind jetzt ganz normale 100 Gramm Knäule und meine Winzlinge sind ja ungefähr so groß wie so ein Knäuel. Ja. So. Wir haben aber jede Menge Bastelmaterial hier. Die Wolle ist auch toll da unten. Schaut mal. Und die ist auch nicht teuer. 1,79 €. Hier oben, die Knäule, kosten 1 Euro und sind 100 Gramm drauf. So, ich zeige euch aber noch das Bastelmaterial. So, schaut mal hier, jede Menge Bastelmaterial. Die Knöpfe oder hier die Ketten für Ohrringe zu machen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele, 48 Stück sind da drin für 79 Cent. Oder hier. 4 Ketten für 1 Euro. Kann man nicht sagen. Auch die hier finde ich eigentlich ganz nett. Kann man irgendwie Handmade draufschreiben oder so. Ist ein bisschen alles unsortiert, aber ansonsten ganz nett hier. So, hier habe ich auch eine Menge Röschen. Ganz viele Bastelmaterialien. Die finde ich auch ganz süß, habe ich zwar leider keine Verwendung für, aber ganz nett. Die habe ich mir jetzt aber mitgenommen. Die nehme ich mir auch mit. Das sind so Mini-Gläschen, da kann man oben so einen Anhänger dran packen und dann irgendwie Kunstblut oder so reinfüllen. So sieht dann der volle Einkaufskorb aus. Ich zeige euch nachher, was ich dann alles so gekauft habe. Das Bilderrahmen. Natürlich auch süß gemacht irgendwie. Ah, Sweet Dreams, mein Standardspruch abends. Ganz toll. Irgendwie. Oh. Wer ist das jetzt hier? Leider kein Preis. Doch, 1 Euro. Ach, ich glaube, da nehme ich mir eins mit. Finde ich ganz schön. So, jetzt bin ich hier im Cenox. Das kennt ihr mit Sicherheit. Gibt es auch bei uns in Deutschland. Ich weiß auch nicht, ob sie jetzt diese Sachen haben. Manchmal haben sie ein bisschen unterschiedliches Material. Auch ganz schön Stickern. Ein bisschen Wolle. Haben sie auch. Aber nicht viel Wolle. Und auch nicht die Wolle, die ich brauche. Hier sind meine Perlen. Auch wieder für Ohrringe. Lesen, was da drauf steht. Und Sticker? Ja, sind Sticker. Jede Menge Stempel. Leider ist das aber alles jetzt. Obwohl, nee, das ist auch auf Englisch. Das ist eher auf Holländisch. Jede Menge Stempelkissen auch. Das ist schön hier. Handmade with love. Was ist denn der? 1,29 €. Ich glaube, den nehme ich mir mit.
für Kunden, aber gemacht mit Liebe. Ich glaube, ich nehme mir den hier mit. Wenn ich jetzt was verschicke, ist das auch geil. Das ist jetzt alles Fondant. Kuchenbackmischungen. Auch eins meiner absoluten Lieblingsläden hier in Holland. Gibt's alles im Basteln. Da wird's Flügel hier. 1,98, zwei Stück. Auch schön. Ist auch immer noch kleine Pistolen oder so als Anhänger. Finde ich aber leider nicht. Gibt's total viel zum Basteln. Ein kleiner Stempel. Auch eine ganz tolle Idee, jetzt bin ich eh gar nicht Figuren. Kann man, glaube ich, selber Farbe einfüllen, dann die Farbe, die man haben möchte. Ich finde das ja echt schön, was ich jetzt gerade gekauft habe. Das sind diese Pixies, die ich immer mache. Diese Pixelbilder. Seht ihr mal, wie klein diese Pixelsteine sind. Und wie viele Farben es davon gibt. Gibt es auch ein bisschen größer. Die Anleitung habe ich. Auch keine hautfarbene Wolle dabei. Ich werde jetzt noch einen Nebenort gleich fahren und gucken, ob die da Wolle haben. In hautfarbenen Ton. Ich kann irgendwie heute nicht reden. Merkt ihr sicherlich schon. Auch alles Anleitung. Ach, guckt mal hier. Süß, oder?
Aber meistens, wenn es hier in Holland diese Anleitung gibt, gibt es ein paar Wochen später die auch in Deutschland. Deswegen kaufe ich mir hier keine mehr in Holland. Augen, ach, guck mal hier, Sicherheitsaugen, kleine. Jups. Ehrlich gesagt, da nehme ich mir jetzt welche von mit, von meinen Püppchen. Aber von den kleinen. Zwei große und zwei kleine. Das sind, glaube ich, Nasen. Ja. Kleine Niki. So überlege ich gerade echt, das mitzunehmen. Ich will mal rausholen. So, das war jetzt von hier. Ich werde wahrscheinlich noch was zum anderen Geschäft gleich auch noch holen. Die sind leider zu dünn und zu wenig drin für den Preis. Jetzt würde ich die mitnehmen für die Stempel als Dankeschön immer für meine Kunden. Aber für so einen kleinen Bogen 3,50 Euro oder ja, 4 Euro. Das ist nicht wirklich viel drin. Das ist ein kleiner Bogen und viel zu dünn vom Material her. Das kann man so Vasen und sowas eben halt mit bekleben. Ich gucke jetzt gleich nochmal, vielleicht finde ich noch was anderes. So, wieder zu Hause angekommen. Wie ihr seht, jede Menge Wolle gekauft. Weiße, einmal hellblaue, dunkelblaue, eher so königsblau, grün, gelb, braun, zwei schwarze, einmal diese Glitzerwolle für Vampire vielleicht, ich weiß es noch nicht, das ist hautfarben. Jede Menge von diesen Gläschen, ich glaube das sind 5, 10, 15, 19 Packungen, A6 Stück. Da habe ich einiges vor, ich habe da auch schon, ich verrate noch nichts, ich habe da was vor mit. Dann kleine Kettchen, einmal die Knöpfe, einmal kleine Röschen, dann dieser Stempel, ja, die Augen. Sicherheitsaugen und einmal die zwei Blöcke. Ist eigentlich ganz schön. Da kommt dann hier der Stempel drauf. Das war mein Handy, was sich gemeldet hat. Ich habe es leider vergessen auszustellen, die Nachrichten. So. Wenn dann Kunden was bestellt haben und ich was verschicke, kommt dann das alles mit drauf. Und dann verschicke ich das mit. Okay, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, das Video anzugucken. Ich hoffe, ihr lasst mir ein paar Likes und ein paar Kommentare da. Bis bald, tschüss!